hallo ihr Lieben, da sind wir wieder, wie versprochen. Endlich die Roomtour. Genau, wir sind im Moment schon auf unserem nächsten Trip. Wir sind am Bodensee auf der Insel Reichenau. Genau, Reichenau. Und haben gedacht, jetzt ist gerade hier so schön sonniges Wetter, jetzt zeigen wir euch mal, was wir so ausgebaut haben. So, Heike geht mal vor, dann geht's los. Genau, so. Dann fangen wir an. Ja, so sieht unser Womo jetzt aus, unseren Camper. Hier vorne klassisch die Küche, Sitzecke. Die Küche haben wir so konzeptiert, dass man von außen ans Wasser kommt. Genau, da sind einmal jetzt 2x20 Liter Kanister, 20 Liter Kanister Frischwasser. Und das reicht auch eigentlich aus. Man kann es halt von hier schön die Kanister rausholen und befüllen. Ja. Ja, das reicht. Genau. Genau, geht es hier oben weiter? Ja. Mit einem kleinen Waschbecken. Ja. Ja, es ist ein ganz normales Campingwaschbecken. Es ist jetzt nichts Außergewöhnliches, aber. Ja, aber ehrlich gesagt, das hat sich einfach bewährt, das Teil. Ja, das ist einfach, das ist gut, das funktioniert. Man kann den Hahn in alle Richtungen drehen. Und das reicht uns vollkommen aus, ja. Und man hat dann, das ist wirklich, ist gut für uns. Genau. Dann ein Induktionsfeld. Super zum Wasser heiß machen, mal eine Suppe warm machen, Spiegelei machen. Klappt alles wunderbar hier drauf. Genau, wir haben ja kein Gas verbaut, wir haben ja nur Elektro. Das heißt, wir haben noch 200 Watt Solarpaneele auf dem Dach. Das zeige ich euch gleich noch. Und damit kommt man eigentlich für unsere Zwecke ganz gut, ganz weit. Ja, ja. Wir haben ja noch einen Grill. Genau. Genau. Unter der Spüle haben wir noch ein kleines kleine Schublade, so für Handschuhe, so das Nötigste, so Klimbim halt. Einmal eine Besteckschublade. Genau. Darunter noch eine Klimbim-Schublade. Die mach lieber wieder zu. Da ist noch, genau. Richtig. Und darunter kommt jetzt die große Schublade mit unserer Kühlbox. Ja, so eine Kompressor-Kühlbox von Mobicool und die ist wirklich, können wir nur empfehlen, ist wirklich super. Ja. Kühlt gut. Ja. Super. Schön groß und geräumig. Ja. Genau, da haben wir noch drei Fächer, dann drei Fächer, wo man dann noch was. Stauraum hat. Genau. Einmal für den Wasserkessel. Küche und so weiter. Ja. Ein paar Vorräte. Ja, alles, was man so braucht. Also, es reicht uns wirklich. Die Küche ist fast von hier bis da 1,50 Meter, meine ich, hätte ich abgesägt. Ja. Und das ist absolut ausreichend. Also, wir haben mal genug Arbeitsfläche und so weiter. Ja. Das klappt ganz wunderbar. Oben drüber haben wir dann noch zwei Hängeschränke. Genau. Ja, wo man noch alles Mögliche reinmachen kann an Vorrat. Ja. Genau. Ja. Und ganz wichtig ist Nutella und Kaffee. Ja. Genau. So, dann geht's weiter. Da machen wir vielleicht mal hinten die Tür auf oder sowas, damit man das etwas besser sieht, obwohl man kann es so ganz gut erkennen. Da ist unser Bett. Das war uns wichtig, dass wir das nicht jeden Tag abbauen mussten, weil das wollte ich irgendwie nicht. Und das hat 1,40 mal 1,90, sowas würde ich sagen, ungefähr. Die Matratze haben wir gekürzt. Genau, und das reicht uns vollkommen aus. Haben wir hier oben noch zwei Hängeschränke als Kleiderschränke. Ja. Das reicht. Da unten haben wir noch, da haben wir noch eine iPad-Halterung hingehängt. Kann man schön Netflix gucken und so weiter. Und hier seht ihr, die Lichter sind mit Touch. Ja, USB-Lichter. Überall natürlich USB-Steckdosen verbaut im Bus, das ist gar ganz klar. Ja. Genau, dann haben wir eine Toilette verbaut, eine Trockentrenntoilette. Das Thema gibt's ja schon zigmal. Ich glaube, da muss ich alleine mit der Kamera mal reinfilmen. Ich weiß nicht, ob der Weitwinkel von der GoPro jetzt tatsächlich ausreicht. Das könnte ein bisschen schwierig werden, aber damit er einen Einblick kriegt, wie wir das gemacht haben. So sieht das da drin aus. Hier oben noch ein kleines Regal für die Badutensilien, Handtücher und so weiter. Überall diese tollen Klapphaken verbaut. Und dann, wie gesagt, hier unten eine Trockentrenntoilette, die auch wirklich sehr gut funktioniert. Da gibt es ja reichlich Videos im Netz von,
Genau. Ja. Funktioniert sehr gut. Ja, dann unsere Sitzecke. Ja. Wie ihr seht, den Fahrersitz, da haben wir eine Drehkonsole drunter gebaut. Und wir haben wirklich reichlich Platz hier. Also es ist wirklich alles andere als eng. Der Tisch ist, ich habe die Maße jetzt nicht im Kopf, aber er ist wirklich sehr groß. Man kann da wirklich bequem dran sitzen. Man kann auch gut mit dem Laptop dran arbeiten. Genau. Also und das ist, kann auch noch was machen. Ja, oben drüber wieder zwei Hängeschränke, die im Moment noch so ein bisschen, naja, da ist so alles drin, was man so braucht. Da muss man mal gucken, ob wir da noch irgendwie ein besseres Konzept für finden. Genau, an Fenstern, das haben wir euch jetzt noch nicht gezeigt, haben wir hier ein Schiebefenster verbaut. Hinten ein Bullauge und das Dachfenster haben wir verbaut hier oben. Genau. Wir haben jetzt alles schön verkleidet mit Filz. Genau. Die Ecken haben wir überall Taus genommen, damit man einen schönen sauberen Abschluss hat. Ja. Ihr seht, es ist relativ bunt geworden. Wir wollten etwas anderes als viele andere. Andererseits ist es natürlich auch so, wir machen ja kein Vanlife, sondern wir nutzen es ja nur für so Kurztrips und Urlaub und so weiter. Sonst hätten wir da vielleicht noch was anders gemacht. Das ist schon klar. Also das Auto ist halt relativ alt von der Sache her und wir wollten halt den Ausbau so machen, dass wir uns nicht ärgern müssen, wenn das in zwei Jahren kaputt gehen kommen. Ja, das darum ging es uns. Ja, mal ein Podest verbaut. Hier unten drunter, damit das mit dem Fahrersitz und der Bank auch gut passt. Und den Platz haben wir genutzt hier und den Tisch kann man wegklappen. Und unten drunter ist dann noch Stauraum und es ist auch noch die Standheizung verbaut, eine Dieselstandheizung, die uns also auch wirklich schon gute Dienste geleistet hat. Ja, ja. Generell haben wir einen Vinylboden verlegt, komplett verklebt. Ich glaube, es ist ein normaler PVC-Fußboden, ja, PVC, ne? Normaler PVC-Fußboden verklebt, genau. Genau. Ja. Ja. So dass auch keine Wellen werfen kann. Nee, das ist ganz verklebt, genau. Überall. Das haben wir einfach mit Filz zugemacht, die ganzen Sachen, die Holme und so weiter. Wir haben das etwas anders gemacht. Viele machen ja erst eine Konstruktion, dass alles rundherum mit Holz zugemacht wird. Das wollte ich aber nicht so gerne, sondern wir haben das so gemacht, dass wir nur die Decke zugemacht haben, dann alle Möbel reingebaut haben und dann eben alles andere verkleidet haben. Da haben wir hier und da nochmal einen Zentimeter mit gewonnen. Ich fand das relativ, ich würde es wieder so machen, sagen wir es mal so. Ja, und es hat ja auch den Effekt, dass das Ganze jetzt relativ leicht geworden ist. Das stimmt. Das ist ja auch immer so ein Problem bei so einem Van, wenn man dann auf die Waage kommt oder zum TÜV kommt, dass man plötzlich zu schwer ist. Das können wir überhaupt nicht sagen. Also das letzte Mal haben wir jetzt in dem Zustand gewogen. Da waren wir bei 2600 Kilogramm, 3300 dürfen wir. Also können wir noch reichlich zuladen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Jetzt zeigen wir euch noch unten unterm Bett ist ja klar unsere ganz viel Stauraum. Hier habe ich einfach eine Leiter, die ich noch übrig hatte, verbaut. Die kann aber ganz einfach rausgenommen werden und dann kommt man hier hinten an unseren ganzen Stauraum ran. Da haben wir das Leergut Euroboxen genommen und haben die einfach reingestellt und das klappt auch wirklich ganz wunderbar. Hier an der Seite, ich weiß nicht, ob man das so gut sieht. Da ist die ganze Elektrogeschichte, kann ich euch, wenn ihr das wollt, auch gerne nochmal zeigen. Wie gesagt, wir haben Solar auf dem Dach, haben eine 100 Amperestunden Lithium-Eisenphosphat-Batterie verbaut mit einem Ladebooster. Also sprich, der wird einmal über die Solaranlage geladen und dann aber auch während der Fahrt geladen. Was wir nicht haben, wir haben keine Außensteckdose, das wollten wir nicht. Nein. Und ehrlich gesagt, bis jetzt haben wir es auch noch nicht vermisst. Nee, nicht wirklich. Also bei so sonnigem Wetter ist es eh kein Problem. Da reicht das, was wir an Strom verbrauchen. Durch die Sonne wird das wieder aufgeladen. Das ist gar kein Ding. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal zur Heckgarage. Zeigen euch das Ganze nochmal von hinten. Dann habt ihr nochmal so einen Überblick. So, dann gucken wir nochmal hinten rein. So. Ihr seht, die Türen haben wir mit Filz verkleidet. Unten haben wir Platten dran gemacht. Relativ einfach. Hier oben, wie gesagt, nochmal das Fenster. So, und dann haben wir eben hier die große Heckgarage. Wir haben also über Euroboxen gestapelt, haben jetzt noch keinen Auszug gemacht. Aber es ist halt die Frage, für uns reicht das erstmal vollkommen aus. Nebendran haben wir noch für Stühle, Tisch und so weiter, was man hat. Da hinten drin ist die Elektroverteilung. Da komme ich ganz gut dran.
Und auf der Seite haben wir noch einen Tarp und alles, was man so braucht, einen kleinen Grill und so weiter. Und wie ihr seht, noch reichlich Stauraum. Also es ist für uns absolut ausreichend. Jetzt gucken wir nochmal aufs Dach, dann zeige ich euch nochmal die Solarpanels und die Dachbox, die wir verbaut haben. So, erstmal mit der Teleskopleiter kommt man da wunderbar hoch. Ja, einige von euch werden jetzt sagen, oh Gott, die Leiter liegt am Lack. Ja, das ist schon richtig. Das Auto ist 14 Jahre alt, es ist alles okay. Das darf ruhig da dran liegen. Das funktioniert gut und man kommt hier wirklich gut hoch. Und hier seht ihr, habe ich eine Dachbox verbaut. Ehrlich gesagt hatten wir die noch übrig und da können wir auch noch alle möglichen Sachen reinmachen, die man so nicht jeden Tag braucht. Ist echt ultra praktisch. Und hier drüben haben wir dann zwei Solarpanels mit jeweils 100 Watt Leistung. Und gerade jetzt, wenn es so sonnig ist, wie es jetzt gerade ist, ist das ganz wunderbar. Da ist der Akku wirklich relativ schnell wieder voll. Jetzt habt ihr mal gesehen, was wir so gebaut haben in den letzten Monaten. Also man kann sagen, das hat... wir konnten ja nicht jeden Tag dran bauen und von daher würde ich sagen, hat das jetzt insgesamt ein halbes Jahr gedauert, ja. Würde ich sagen. So ja. März bis oder ja, immer mal zwischendurch, wenn man nur am Wochenende Zeit hat oder mal nur nach Feierabend. Das geht sicherlich auch schneller, keine Frage, aber wir hatten ja jetzt nicht so den Druck. Wir sind ja im Sommer sind wir ja quasi mit einem halb ausgebauten Bus gefahren. Das war auch gar nicht schlecht, ehrlich gesagt, um zu sehen, was wir alles anders machen müssen. Es kam ja hinterher einiges wieder raus. Und dann kam einiges wieder raus und dann haben wir das so gemacht, wie es jetzt ist. Und bis jetzt, muss ich wirklich sagen, sind wir damit sehr zufrieden. Ja. Ja, funktioniert alles gut. Ja. Prima. Wenn ihr noch was wissen wollt, schreibt es in die Kommentare. Da kann ich gerne noch mal ein extra Video zudrehen. Ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal. Wir würden uns sehr freuen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.